Ja, Gewitter im Kopf hat ein neues Video hochgeladen, ein neues Kochvideo. Und zwar Tourette kocht Nudeltorte und Brätsalat. Ich bin gespannt, wie fern ich es zu deuten habe, wie man Nudeltorte macht, vor allem auch einen Salat brät. So, hä? Also ich kenne Zwiebelkuchen, das kenne ich, aber ja, ich bin gespannt. Wo ist die Banane? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Erst hier auf Intro, hä? Banane, hä? unserem Kanal. Ich bin mal was Verrückteres. Das Ja-Kind ist dabei. Wie ultra nice einfach. Oh, Molke, hi. Rezepte ausprobieren, die ich im Internet gefunden habe. Wir haben ja schon das ein oder andere verrückte Rezept schon ausprobiert im Vorhinein. Also diesen Big Mac-Salat, den wir vorher gemacht haben, der eher dann in so einem Auflauf geendet ist. So, keine Ahnung. Ball. Habe ich für heute vorbereitet. Du weißt ja auch noch nicht genau, was wir kochen. Nee. Ich habe eine Spaghetti-Torte rausgesucht. Spaghetti-Torte, okay. Und was ich am komischsten fand, wo aber sehr viele Leute unter das Rezept geschrieben haben, dass es lecker schmecken soll, sind gebratener Salat. Gebratener Salat? Wirklich lecker? Salat. Cat, Ja. hi. Was ist das? Also. Mit der Torte von der Spaghetti-Torte kannst du was vergessen, weil ich habe keine Wie sie die eigenen Memes damit reinbauen, ey, geil. Geil, feier ich gerade. Und von das Ja-Kind ist auch geil. Springform, perfekt. Oh nein. Also wir fangen jetzt einfach mit dem gebratenen Salat mal an. Nein! Den Salat so führte, dass Nein, bei er macht's jedem Teil ein aber. Stück vom Mittelkeil bleibt, der die Blätter zusammenhält. Wir müssen jetzt 40 Gramm Butter schneiden, um die dann in die Pfanne zu tun und das dann da drin zu braten. Nur 40 Gramm Butter. Ja. Das ist, ja, ich bin an dich. Sollen wir den Salat reintun? Ja. Das frech. Hat er jetzt Butter und einfach so Salz so? Hey, okay. Ich. Spüli. Ja, was zuckert? Doch, du willst es insgeheim. Nee. Hä, du Arschmaus. Damit er mal ein bisschen mehr Pfeffer. Hier bin ich. Damit er mal ein bisschen mehr Peppeln kommt. Hey, warte mal, ich bin gerade verwirrt. Hat er jetzt. Es verwirrt mich gerade voll, was er gerade gemacht hat. Bleibt, der die Blätter zusammenhält. Wir müssen jetzt 40 Gramm Butter schneiden, um die dann in die Pfanne zu tun und das dann da drin zu braten. Nur 40 Gramm Butter. Ja. Das ist. Was macht da jetzt der Zucker oder Salz rein? Ich sehe gerade Chat auch gerade gar nicht. Ja, ich verbrann dich. Sollen wir den Salat reintun? Weil Ja. wir es dann karamellisieren das Ding oder war das. Aber Salz macht auch keinen Sinn, da reinzukippen. Salz? Ja, Salz? Das frech ich. Hä? Büli. Nein. Ey, vor allem Doch, du willst es Salz. insgeheim. Nee. Salat Hä, schmeckt du so gut. Arschmaus. Mit der mal ein bisschen. Ist die Lautstärke eigentlich okay, so ist es zu laut. Okay, alle schreiben jetzt Salz rein. Wenn es zu laut ist, sag ich Bescheid. Ne? Sonst wird im Kopf immer zu leise, damit man das Gefühl, dass es zu laut ist gerade. Mehr Pfeffer. Hier bin ich. Damit da mal ein bisschen mehr Peppeln kommt, dann ist ja langweilig so. Hast du noch Peps? Nee, ich hab Gar nur. keine Ich mehr. hab gesagt, da muss Pepp Dann rein. kriegst du jetzt Öl und kriegst Durchfall. Nein. Ah, weißt du, dass man davon Durchfall kriegt? Hast du es schon probiert? Ja, habe ich bei dir gemacht, als du geschlafen hast. Oh Gott. Ich fühle mich immer so wie ein Profikoch, wenn ich so Salz über irgendwas drüber streue. Das war Pfeffer. Boah, das sieht irgendwie aus wie so eine vergammelte Muschel. Ja, das sieht auch. Eine vergammelte Muschel, die sieht auch gar nicht lecker aus. Warum Salat, was? Das sieht gar nicht gut aus. Vor allem eigentlich Salz sind nur Ballast, immer Salz. Salat sind nur Ballaststoffe. Und dann noch einfach Butter, Fett und Salz drauf. Kann das so gesund sein? Sie von deiner Alten. So, jetzt wird noch der Schnittlauch geschnitten mit der Schere. Ich bin übrigens Friseur. Ich bin halt echt gespannt, wie es schmeckt, weil Das ich sieht ein das. bisschen aus wie so eine Pommes. Wir haben ja gesagt, wir machen was Grünes. Ich will nicht. Du willst. Ah nee, aber ehrlich gesagt echt nicht schlecht. Das ist ja eigentlich direkt so von Tim. Ha! Hat mich gerade durch das Blatt erwischt oder so, aber. Ah, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das schmeckt so. Das schmeckt nur nach Fett. Das verfütter ich gleich an die alte Tutsch. Die soll mal was zum Saufen mitbringen. Wenn du schon willkommen willst. Hätten vielleicht noch was Oregano drauf machen Hab können. ich versucht. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt eine Zwiebel essen. Will aber nicht. Du willst. Doch! Wir spielen hier nicht, wenn ich du wäre. Das habe ich gerade geändert. Aber das war doch unser Kochformat hier. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwelchen Spielen anfangen. Iss es, sonst dusche ich dich. Ich kann doch nicht in eine Zwiebel reinbeißen. Oh, Leute, habe ich schon gemacht. Muss ich für eine Challenge schon mal machen. Ich musste schon mal
in eine komplett rohe Zwiebel reinbeißen, sie essen. Ich habe, glaube ich, eine halbe Zwiebel roh gegessen. Einfach so abbeißen gegessen. Auch, glaube ich, sogar noch zu finden auf dem Kanal. Ich habe, glaube ich, ein Highlight draus gemacht. Ich habe, glaube ich, sogar ein Highlight, wo ich Zwiebel esse. Also richtig geil. Mit Beweis sogar hier. Kizzy, hi. Cherry Sayoko, hi. Nee. Nein, das esse ich auf jeden Fall nicht mehr. Das kannst du keinem antun. Nein, ey, komm. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, lecker. Ja, und dann noch dieser Stiel. Mama mag das. Ich will das nicht. Wie ist das jetzt? Ich will das nicht. Er ist den Fliegermund auf Brumme. Flieger, danke fürs Follow. Die yes. Flieger am Zweiten Weltkrieg hätten sich gefreut. Keine Ahnung, was man da noch hätte drauf machen sollen. Ich bin immer noch ein Hase. Schmeckt das? Nein. Also du darfst auf jeden Fall nicht so viel von den Zutaten wegessen. Ich habe das nämlich genau ausgemessen. Wie die Alerts so spät reinkommen. Dieses Mal habe ich nicht so viel Backup. Die Soundeffekte auch. Hier hat er das so knackt. Und wenn ich Pilze sehe, muss ich an Mitbewohnerin denken. Eine Mitbewohnerin hat nämlich vergammelte Pilze gegessen, die schon seit Wochen im Kühlschrank lagen, auch abgelaufen waren. Hat sich gedacht, jo, ich mache die trotzdem, esse die trotzdem. Und ja, hat dann, ne, könnt ihr euch was denken, ne? Das waren gerade genau 200 Gramm, weißt du das eigentlich? Komm, wir tun die jetzt mal weg. Nein! Du hast jetzt genug davon gegessen. Na. Doch, du hast wirklich jetzt... Wir haben sonst nichts mehr für unsere Nudel-Torte. Er ist abgepissen. Ich will es dir reinstecken. Was? Deine Arschfalte. Was? Au! Das piekst! Das hat voll gepiekst! Warum zu heulen, das piekst nicht. Das piekst. Ja, es piekst, hast du gesehen. Weißt du, was ich genau... Hat sich Gisela gerade selbst verletzt? For real? Oder hat es gerade Jan gemacht? Ich bin gerade verwirrt. So anfühlt ein Langzeit-EEG. Ich will die wegtun, ich will die wegtun! Du musst erhören. Nein. Gib sie mir! Nein! Du, lass es bitte. Ich entscheide, was damit passiert. Okay, aber wir brauchen die noch für die Torte. Jan? Nein. Ich mache verrückte Sachen. Das geht nicht. Das geht! Das geht nicht. Wie geil! Wie geil! Jetzt hypnotisiert er! Mit der Spaghetti und dem Pilz hypnotisiert er jetzt! Das ist geil! Augen auf, folge dem Pilz! Folge dem Vaginalpilz! Vaginalpilz! Ja! Die Gisela kriegt gleich ihren Sprit! Ja! Ihren Sprit. Nein! Nein! Bitte, wir können uns nichts mehr kochen. Hör auf! Das ist doch mein Ziel, du Tut. Herzlich willkommen zur neuen Kochserie Gisela Koch. In Wirklichkeit hat nämlich Janke kein Tourette, sondern er will nur gekitzelt werden und ist auf regulärer Basis. Nein, Spaß. Was heißt ja irgendwie, dass wenn man Jan dann streichelt oder wenn man ihn kitzelt, dann beruhigt er sich wieder, ne? Und ja. Ich mach nur Spaß, Leute. Ja, danke fürs Follow, Leute. Ich sage es nur noch, wenn jetzt der Alert hier reinkommt, weil hier werden noch Sachen Leute angezeigt, die entfolgt haben, wieder folgen dann. Hier oben werden nur Leute angezeigt, die erstmal nicht folgen, deswegen werde ich nur noch, wenn hier oben angezeigt wird, das Name noch sagen dann. Ist, glaube ich, besser so. Weiter geht's. Und heute mit den Oregano-Zwiebeln mit Gisela. Das sind Tomaten. Ich meine, das sind Pilze. Tomaten. Keine Zwiebeln. Oregano-Pilze, die werden gleich verarbeitet für unsere Nudeln. Oregano! Vielleicht können wir ja noch was mit dem Salat anfangen. Der kann da vielleicht mit noch in den Nudelkuchen rein. Warum muss da jetzt noch Pfeffer drauf? Weil. Danke, es war noch Jubiläum, Leute. Du hast aber das keine Chefkochmütze. So eine Krawatte, wenn du nicht missfällst. Gut, dass ich dir noch nicht die Eier gezeigt habe. Wir haben nämlich noch ganz viele Eier hier stehen. That's what he said. Gut, dass ich noch nicht die Eier. Vor allem, ich drücke mit der Maus einmal drauf, dann brauchst du Sekunden später, bis endlich das angezogen stoppt, Mann. Ah, mit PC, wenn ich streame immer so low. Aha. Erst da rein. Halt die Fresse, du Mist. Die müssen da rein. Müssen wir die nicht erst abwiegen? Wir machen Pi mal Daumen. 200, also machen wir die Hälfte. Ja. Oh, warte, ich hol einfach wieder eine Hälfte raus. Wir machen die Hälfte, zack, alles rein. Habt ihr uns gewusst, dass bei diesen Schöpfkellen, die so Löcher drin haben, man damit perfekt die Spaghetti reinmachen kann, um so, um es auszumessen, wie viel für eine Person geeignet ist? Ich glaube, das ist bei den meisten so, dass die Löcher so für Spaghetti gemacht sind. Das Gesöff ist da! So, wie sieht's denn mit den Nudeln aus, Jan? Hat sich schon was getan? Ist es schon am Blubbern? Nein. Okay, dann nicht. Ich wollte ja nur helfen. Hä, aber muss das Wasser nicht erst kochen, dann die Spaghetti reinmachen? Sonst schmilzt alles zusammen, oder nicht?
bist keine Hilfe, du bist ein Hindernis. Wieso ein Hindernis? Ich versuche immer mein Bestes. Hindernis. Ich versuche das im Miteinander. Du bist behinderter als mein Behindertenausweis. Hm. Okay. Kann man dann nicht auch immer so eine Prise Salz rein? Ja, eine Sommerbrise. So eine ganz leichte, so schon einiges an Salz. Das war mir ganz schön groß. Schon viel Salz reingekippt gerade. Brise. Können wir nicht schon währenddessen irgendwas machen? Ich mach mal gerade das Rezept auf. Du konvertierst zu YouTube. Aber da kommt jetzt noch ein bisschen Olivenöl rein. 2 Esslöffel. Denkst du, wir schaffen dass das so mit dem ich nehm Kochlöffel, das geht. Eigentlich ist es für mich voll praktisch, wenn ich Jude wäre, weil dann könnte ich diese Kappe tragen, weiß nicht, wie die heißt, und die würde perfekt meine Glatze abdecken. Ich glaube, ich werde ins Judentum konvertieren. Geht schon. Nee, das wäre zu viel. Denkst du, wir schaffen das einfach Pi mal Daumen? Nee, deswegen habe ich ja hier einen Esslöffel. Das ist aber langweilig. Wir machen doch Freestyle-Cooking. Ja, dann machen wir Freestyle. Freestyle-Cooking. Da war einfach so was. Ich hab das jetzt hier überall. Hä? Wasser und Öl? Das war. Hä? Was tust du da? Das waren nicht 2 Esslöffel. Das waren 2 große Esslöffel. Das waren nicht 2 Esslöffel, das waren 5. Komplett verwirrt. Da sind Messer drin, da wissen wir teilweise noch nicht mal, wofür die da sind. Von Wasser und Öl? Das vermischt sich doch gar nicht. Hä, ich bin komplett lost. Öl macht doch nachher drüber, oder? Wenn die Nudeln fertig sind. Hä? Entweder haben die ein komplett geiles Rezept rausgefunden, was ich noch nie gecheckt habe. Kipper. Kipper heißt das Ding, okay. Zum Schneiden alle. War ein gutes Argument, okay. Ich mag einfach deine Präsenz nicht. Ich hab das schon mal ins Gesicht bekommen. Ja, ich weiß. Und es hat mir gefallen. Wieso hat dir das gefallen? Das hat voll gebrannt. Das hat wirklich richtig wehgetan. Ja, ich weiß. Das hat mich erregt. Das hat wirklich in den Augen gebrannt. Das ist echt weh. Ich meine, das tut mir echt leid. Wo ist denn dein Nudelnetz, Gitter? Ja. Dieb? Guck mal, das ist richtig unscheinbar. Leute denken sich, das ist nichts. Dann machst du so, ciao! Richtiger Fail. Al dente! Okay. Lass die Kamera los! Okay, dann gehen wir mal rüber und machen unsere Auflaufform fertig. Ach, das Ding hat er vorhin aufgepustet gehabt da. Das Nudelsieb hier, das war ihm flach und das hat er so raus. Checke. Du bist hier der Lungenkrebs- und COPD-Patient. Ich hab keinen Lungenkrebs. In 5 Jahren aber. Warum soll ich ihn? Ich hatte eine Zukunftsvision. Woher hast du und die? Ich hab gelacht. Ich bin nicht vergraben, denn das war scheiße. Denn das war für dich peinlicher als für uns. Sieht nicht aus für den Tim. Na, jetzt hör auf, diese Werbung anzudrücken. Bewegzeit! Jetzt kommt eine schwere Zeit. Du hast dich selber zerstört. Und jetzt fick ich dich hinterher. Ist es ein erster Leak vom District gewesen, der rauskommt bald? Ist das der erste Leak gewesen? Dieser klaut immer nur Disse, die hat keine eigenen. Das ist die böseste Lüge. Nein, das stimmt nicht. Mach dein Maul auf oder dein Anus. Mach dein Anus auf, was? Du Arschloch. Meine Disse sind meine eigenen. Das stimmt überhaupt nicht. Du übernimmst voll auf Sachen von anderen Leuten und dann... Oh Gott. Ich schneide den Finger ab. Ich meine das diesmal ernst. Ich will es auch mal reizen, wenn man das Gisela erlaubt und das also mal dran setzen lässt. Ob dann Gisela wirklich den Finger abschneiden würde. Wahrscheinlich nicht, ne? Die würde vorher aufhören. Aber trotzdem, klar, sag ich's erstmal. Das wird ordentlich bluten, aber das bist du ja schon gewohnt. Oh, haben wir uns verstanden? Hättest du gedacht, dass es sowas gibt wie eine Nudeltorte überhaupt? Nein. Hättest du dir das jemals erträumen Warum können? Warum Nudeltorte? Ich habe komische Sachen. Ich habe vor ein paar Tagen auch von Revi geträumt. Okay, das musst du uns jetzt erzählen. Was hast du von Revi geträumt? Das war echt verstörend. Der hat sich ausgezogen in dem Traum? Nein. Kannst ja nicht so verstört gewesen sein. Hat sich Gisela ausgezogen in dem Traum? Träumt manchmal Jan auch von Gisela als Person, dass die Gisela vor ihm steht? Wie sieht sie aus? Ist das zu viel? Jetzt einfach die Nudeln draufballern. Was? Nein, als ob. Ich muss das jetzt verteilen. Das sieht auch ziemlich anstößig aus oder ansprechend. Ja, die Champignons anstößig. Die sind zusammen in die Pfanne tun. Na. Ich hab's noch zu. Was? Ich halte. Er macht einfach Eier auf jetzt, ohne zu wissen, was. Was? Eier muss immer rein. Kannst du mich rein? Mhm. Ne? Dankeschön, ja, Fika. Dankeschön. Was machst du denn? Was machen wir denn gerade überhaupt? Das, da rein tun, das neueste Video schauen wir am Montag dann. Ach, das wird die Soße zu den Nudelkuchen. Ja. Okay. Sonst landet die Creme fraiche in deiner Fresse. Das glaube ich erst, wenn ich sehe.
Hä? Was ist da passiert? Kommt der Parmesan da rein? Ja. Sicher, dass das richtig ist? Was? Parmesan, der Käse, das, da, was? Das anbraten, das dann da drauf tun und dann das da drüber. Und dann sind wir fertig. Genau, und dann kommt der Parmesan. Ja gut, dann können wir den Rest, hier an der Herdplatte machen. Gut, Freunde, dann sehen wir uns gleich an der Herdplatte wieder. Und warum der Salat am Anfang jetzt? Einfach nur random, oder was? Das Essen ist fertig. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus geworden ist. Ich auch. Nudeltorte. Eine Missgestalt. Hoffentlich nicht. Oh. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht aber gut aus. Findest du nicht, das sieht aus wie ein Pflaumenkuchen? Muss man also ich weiß nicht, was für ein Pflaumenkuchen Tim isst, aber wie ein Pflaumenkuchen sieht das nicht aus. Aber es sieht doch irgendwie geil aus, hör doch. Das an der Seite öffnen. Nee, das lässt man drinnen, ne? Oder? Nee, das muss man jetzt an der Seite öffnen. Aber ich würde das erst machen, wenn wir das vorne gestellt haben auf dem Brett, oder nicht? Auf dem Brett, Lan! Achso, ist das falsch? Das ist sehr, sehr heiß. Nein, geh weg von mir. Jan. Ich trag dich in die Ecke, du kannst da nicht durch, weil ich die Unordnung habe. Hör auf, bitte! Ah. Jan. Findest du auch, das riecht nach Hundefutter? Nee. Was? Es sieht aus wie Pflaumenkuchen, nicht wie Hundefutter. Hey, was jetzt? Wollen Sie es mir schmackhaft machen oder soll ich es direkt wegschmeißen? Ich will es doch nachkochen. Nachkochen, vor allem nachkochen. Das riecht ziemlich lecker. Ach, das ist das Ei, was ich meine. Ist das Zucker da oben drauf? Nee, was ist das so? Ist das Hundefutter? Egal. Okay. Sieht irgendwie schon geil aus. Boah, das sieht schon lecker aus. Ich glaube ja, das kann man sogar essen bestimmt. Ich bin gespannt. Also mir schmeckt es sehr gut. Na, was schmeckt es denn? Dafür gibst du? Also dafür muss ich echt sagen, ja, kann man sich selber loben, sind 10. 10? So, 10. Leute. Ja. Schmeckt echt, also sieht echt geil aus. Ich habe echt Hunger jetzt, oh Mann. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Video in die Kommentare und in der Videobeschreibung sind wie immer die Rezepte verlinkt, falls ihr Bock habt, das mal nachzumachen. Nee, ihr kritisiert euch. Vor allem den Salat nachbraten erstmal so. Ein Rezept brauche ich dafür. Vor allem Rebi. Hä? Jeder, der uns kritisiert, wird heute im Livestream sehen, was dann passiert. Oh ja. Dann kommt eine traurige Zeit auf euch zu. Alles klar. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Sehr traurig. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen, dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, ciao. Und markiert uns auf den Gerichten, falls ihr die bei... Frotze hier. Fick dich. Ja? Ja! Ja! Tschüss. Alles klar. Ja! Ja, wieder ein gutes Video. Ein bisschen mehr aufs Kochen der Fokus. Nicht auch wieder das Geilste war die Hypnose mit dem Pilz und der Spaghetti. Das war echt, das war das Highlight dieses Videos. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Hätte ich Bock mal nachzumachen. Ich hätte es eh wieder vergessen, doch nicht machen, aber war auf jeden Fall stabil. Fand ich sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Das definitiv. Und darum geht es ja auch zum Großteil. Ja, und Montag schauen wir uns dann das andere Video an mit Cleverbot. Da bin ich auch drauf gespannt. Yes.